Das war das berühmteste Fahrrad im Jahr 2021. Kein Witz. Also es war das meist aufgerufene Fahrrad aller Zeiten. Warum? Es sieht nämlich ein bisschen komisch aus. Das ist gar kein Motor hier in der Mitte. Das ist ein Getriebe. Nämlich von Pinion. Jawohl, ist ein deutscher Hersteller. Vielleicht kennen es viele. Die machen halt ähnlich wie Roloff ein Getriebe, was aber vorne ist. Insgesamt hast du 12 Gänge und hast eine Übersetzung von 600%. Das heißt mehr wie die Roloff. Sag mal, kaufen das auch Leute ohne Motor? Ja, ja. Haben wir auch als Normalrad ohne Motor bei uns gehabt. Jetzt haben wir es, glaube ich, nicht mehr. Pinion wurde sehr oft in Normalrädern gebaut. Beim E-Bike ist es ja schwer. Du siehst, wo das Getriebe jetzt ist. Ist normaler Motor. Normalerweise mit dem Motor ist. Deswegen braucht man einen Heckmotor. Und viele Heckmotoren waren ja so das Problem. Die waren nicht hochwertig. Alba, der Produzent von NeoDrive, hat einen Motor, was in Deutschland zusammengebaut wird. Du siehst auch die deutsche Flagge. Made in Germany. 98% oder 95% der Teile kommen auch aus deutscher Produktion und der Motor hat einen Wirkungsgrad von 85%. Der Motor wird in Deutschland gebaut? Ja, auch die Zulieferer sind alle in Deutschland. Es ist auch ein Motor, der die höchste Wirkungsgrad hat, weil der Heckmotor ist am besten. Warum? Du hast die Kraftübertragung direkt am Rad. Da geht fast nichts verloren. Und es ist sehr, 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 sehr leise. Mhm. Wenn du mit diesem E-Bike fährst, hörst du fast nichts. Was aber das Einzige, was blöd ist, ist natürlich, dass die Übersetzung nicht auf, ich sag mal, die Übersetzung von dem Pinion geht nicht auf den Motor, sondern geht nur auf das, was ich reintrete. Sag ja. Ja. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn ich bin letztes Mal auch Hecknabenmotor gefahren, muss ich sagen. Also je nachdem, wie stark und performant er ist, spielt es gar keine Rolle. Und du trittst hier mit dazu und ich habe eben mal bewegt, wir holen es auch gleich mal runter, das Fahrrad, dass wir mal zeigen können, wie das Ganze geschaltet wird. Das ist ganz intuitiv. Du hast einen Drehgriff. Bei dem Fahrrad ist wirklich alles anders, oder? Das ist wirklich alles anders. Du hast sogar zwei Schaltzüge, die hier reingehen. Auch vom Dings haben hast du zwei Schaltzüge von dem Trigger, die zum Getriebe hingehen. Dieses Fahrrad ist einfach, ja, was ganz, ganz Spezielles. Ne? Das Fahrrad kann man mit keinem Fahrrad vergleichen. Fährt sich sehr, sehr angenehm. Und was du noch hast, ist die Energierückgewinnung, die du durch den Heckmotor hast. Normalerweise mit den Mittelmotoren kannst du keine Energie rückgewinnen. Aber da kannst du die Energie rückgewinnen und kannst 10-20% circa wieder rückgewinnen. Wenn du bergab fährst, gehst du auf -2, dann gewinnst du Energie, kannst du den Akku laden und hast weniger Bremsverschleiß. Du machst quasi so eine Motorbremse. Kennst du vielleicht vom Auto. E-Autos bieten das ja auch an. Das hast du jetzt bei einem E-Bike auch. Eine Rekuperation quasi. So sieht's aus. Das heißt, ich habe eine Bergtour, kann den Berg hochfahren und beim Runterfahren bremse ich mit dem Motor und habe Energierückgewinnung. Genau, und da brauche ich die Bremse nicht so oft zu betätigen. Das heißt, wenn ich runterkomme, ist der Akku wieder voll? Nicht ganz voll, also du kriegst den Akku nie 100% voll. Es sei denn, du lässt dich mit einem Auto auf 8000 Meter hochfahren, also auf Mount Everest und fährst dann von Mount Everest runter. Und dann, wenn du unten angekommen bist, ist der Akku geladen. Aber trotzdem hast du eine Energierückgewinnung. Ist das teuer? Ist das teuer, das Fahrrad? Nein, also wir haben hier einen Preis von 5500 Euro. Und für die Komponenten, die das Fahrrad anbietet, ist es wirklich ein Kracher. Die Lampe allein, ich habe eben mal mit der Lampe gespielt, die hat Fernlicht, die ist so irre hell, was ist denn das für eine? Das ist von Supernova. Die ist winzig, aber die macht sogar warm, wenn du nur den Finger davor hältst, ja, in einem gewissen Abstand. Die ist wirklich die hat Power. Sehr, sehr hell, ja. Ja. Also das ist, du merkst es direkt. Luftfeder? Luftfederung von Santur mit Steckachsen, da wurde der Radon gemacht, Radon, der ist ja die hochwertige Gabel quasi von Santur für Trekkingrädern. Steckachsen macht das Herz auch steifer und natürlich auch, ich mach mal das Licht aus. Ja, mach's mal aus, weil das ist gefährlich. Du weißt, wie du es ausmachst? Oben einmal drücken. Genau, jetzt ist es aus. Nee, warte, doch jetzt. Das ist interessant, das Hinterradlicht geht sofort an und aus. Das Vorderradlicht dauert ein bisschen. Ein paar Sekunden, ja. Ja, wo waren wir? Steckachse. Das Fahrrad wird dann natürlich auch enorm steifer und kann auch mehr aushalten. Wir haben die Plusbereifung Supermoto X von Schwalbe. Die kannst du mit wenig Luft, aber auch mit viel Luft fahren. 27,5. Ja. Kannst Schotterwege, Waldwege, Feldwege, alles ohne Probleme fahren. Ist alles machbar. Okay, das heißt, du kannst auch richtige Mountainbike-Bereifung drauf machen?
geht. Also du kannst auch Crossbereifung so wie Johnny Watts oder so, kannst du ohne Probleme drauf machen, ist alles machbar. Dann haben wir 700 Wattstunden Akku, das heißt, der Akku ist auch nicht klein, wir haben den großen Akku drin. Was wir noch haben, ist Ergon-Griffe, ein Vorbau und Lenker, der auf Komfort ist. Das, da hat der Hersteller auch nicht gespart. Wir haben ein Parallelogramm von Crane Creek. Wir haben einen Sattel von Terry. Also Parallelogramm heißt eine gefederte Sattelstütze. Genau, die nach hinten federt, das ist die hochwertigste Sattelstütze. Gefederte Sattelstütze quasi. Die gibt es von Schulz, von Crane Creek oder auch von anderen, die dann quasi nach hinten federn. Das führt dazu, dass der Rücken dann weniger was abbekommt. Schläge. Es gibt welche, die nach oben oder unten gehen, aber dann wird der Rücken auch belastet. So. Dann haben wir natürlich den Gatesriemen, der darf nicht fehlen. Den können wir ja einbauen, weil wir ja keine Kettenschaltung haben. Deswegen brauche ich das Fahrrad auch nur alle 10.000 bis 15.000 Kilometer, was Riemen angeht, zu tauschen. Warum hatte das Video so enorm viele Aufrufe? Meinst du das bei der Pinion? Nein. Das Fahrrad ist auch sehr beliebt unter den Leuten, die halt Touren fahren. Es ist und sich auskennen. Das ET13 war einfach ein gigantisches Konzept. Also bedeutet, ich habe ein sehr extrem wartungsarmes Fahrrad. Genau. Und es ist was Spezielles. Also das kann nicht, das baut nicht jeder Hersteller. Das baut jetzt Firma Goderide. Ich kenne ein paar kleine Hersteller, bauen das. Aber es ist was Spezielles. Und was Technik angeht, ist es auch, ja, auch was ganz Geiles. Mhm. Vorne ein Getriebe, hinten ein Heckmotor. Du hast die Energierückgewinnung, du hast Gatesriemen. Mhm. Sag mal, die Leistung vom Motor, gibt es da Daten? 250 Watt und 60 Newtonmeter. Aber gut, die 60 Newtonmeter sind ja nicht wie Mittelmotor, die sind ja sehr direkt. Das berechnet sich ja komplett anders und fährt sich auch natürlich komplett anders. Kann man Probe fahren? Das kannst du jederzeit bei uns Probe fahren. Aber das Rad ist stark vergriffen. Wir haben jetzt über 100 Stück davon verkauft in weniger als ein paar Wochen. Wir bekommen im Dezember wieder welche in verschiedenen Farben, schwarz-matt, aber auch blau. Bitte anrufen vorher, vorbeikommen, Probe fahren. Ihr könnt das Fahrrad auch direkt mitnehmen. ET13. Also ruft kurz vorher an. Du hast mittlerweile eine Webseite. Dieses moderne Internet ist auch jetzt nach Gießen gekommen. Leider. Leider. Und da kann man sogar die Lagerbestände, Preise und das kann man alles sehen. Ja. Das ist sau viel Arbeit. Also das Ganze up to date zu halten, geht aber nicht mehr ohne, denn die Leute haben euch vorher die Telefonhotline wirklich zugepflastert mit, habt ihr das da, was kostet das und so weiter. All das kann man jetzt seit 3 Monaten? So 8, 9, ja nur 8 Wochen. Ja, fast 3 Monate, ja. Ja, fast 3 Monate kann man jetzt online sehen auf switchbike.de, denn... Wir können auch eine E-Mail schreiben, genau, und dann... So, ihr habt nämlich nächstes Jahr, habt ihr 100-jähriges Bestehen im März und da wird auch hier richtig gefeiert. Hast mir schon erzählt, du hast ein Riesenfeuerwerk bestellt. Wird alles kommen, ja. Im Kiefernwald und das wird, nee, das wird nicht kommen, aber ihr macht was zum 100-Jährigen. Ja, klar. So ist das so. Ja, vielleicht ein paar Details. Wenn du sagst, ein 700 Wattstunden Akku, auch das ist in jeder Rahmengröße verfügbar, der 700er? Ja, also ganz klein bis ganz groß, ja. Es gibt auch von S bis oder XL? S 48, 53, 58 und 63er. So, hol's mal runter, denn du musst es ganz schön schnaufen eben. Es hat sein Gewicht. Was denkst du ungefähr? Ach, ja gut, jetzt sind ja die ganzen Unterlagen, Ladegerät noch dran. 28, 29 Kilo. 28, 29 Kilo. Hat ein Schloss noch mit drin? Der Heckmotor ist natürlich schwer da hinten und das Getriebe vorne, aber es ist noch alles im Rahmen. Es fühlt sich sehr aus einem Guss an. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas klappert oder irgendwie nichts. Nichts. Es ist klar, was soll klappern? Das ist das Display, das wollte ich eigentlich zeigen. Ein Farbdisplay. Farbdisplay lässt sich prima auch bedienen. Es ist... ganz witzig, weil so ein Display habe ich noch nie gesehen. Du siehst ja immer nur dieselben Displays. Du siehst ein Shimano, ein Yamaha, ein Bosch. Aber hier, das ist was ganz anderes. Und das hat ganz viele Funktionen mit drin, die du einmal... Anzeige kann er zeigen, dann zeigt er noch, in welche Stufe du bist. Ne? Wir haben jetzt gesagt 5 Stufen. Und wenn ich die Energierückgewinnung anmachen will, jetzt geht er nicht mehr nach unten. Aber ihr seht, hier unten sind 2 Balken. Ab 15 km/h kann ich auch auf minus 1 oder minus 2 gehen. Und das ist dann die Energierückgewinnung. Und so dann bremst es. Nicht wundern, die Leute, die es jetzt bei uns gekauft haben, da erklären wir das. Aber wenn ihr es vergessen habt, erst wenn ihr 15 km/h drauf habt, könnt ihr dann auf minus 1 oder minus 2. Dann haben wir hier das Lichtfunktion, ne, mit dem Fährlichttaste. Können wir ohne Probleme machen. Ne, haben wir nicht an. Dann machen wir es an. Oben ist das Licht. Da hast du eine Fernlichtfunktion, das ist ganz krass. Ich habe es eben mal ausprobiert, das ist richtig sichtbar. Das ist nicht nur ganz Späßchen. Tolles. Ja. Der Knopf hier ist magnetisch.
Ne? Ja. Ihr kennt das vielleicht von dem MagSafe-Adapter von Apple. Ja. Die haben das auch magnetisch. Warum? Es kann ja sein, dass ich irgendwie mit einer Tasche oder was auch immer hier drankomme. Und wenn er hier geklebt wäre, dann, weißt du, was ich weiß? Ja. Geht der Kabel kaputt. Und deswegen wurde das extra eingeführt. Und auch damit man es auf die Klingel machen kann, richtig? Kannst auch hier hinkleben. Nee, aber nicht. Es wurde deswegen gemacht, damit wir hier keine Kabeln kaputt machen. So, und das ist dieser Drehregler von dem Pinion. Genau, 12 Gänge, 600% Übersetzung. Und ja, du hast hier auch zwei Züge, die rausgehen. Ja, hab ich eben schon gesehen. Krass. Pinion ist Pinion, also das ist geil. Es gibt auch die E-Shift Pinion, ähnlich wie die Roloff E14. In 2 Jahren kommt es auf den Markt, da freue ich mich auch schon. Also ich bin im Prototyp auf dem Euroberg gefahren. Ein Hersteller kriegt das jetzt, um zu probieren, um damit zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Also rauf, runter mit Tasten. Das ist elektrisch, genau. Und wie so ein Shifter. Und in 2 Jahren geht es dann in Massenproduktion. Kannst du mir gerade mal diese Sattelschürze mal kurz zeigen, so, genau, dass wir mal ein bisschen sein. Belasten? Also das ist die Funktion. Und du kannst verschiedene Elastomere reinmachen, je nachdem wie viel du wiegst, so ja. Verschiedene Farben und dann kannst du verschiedene Stärken einstellen. Das ist auch richtig spürbar. Also Leute, die das fahren, die sagen sensationell. Oder? Das ist, also wenn mal so ein Stoß kommt oder so, den merkst du nicht direkt. Nee. Hier steht's, wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen, das Gudereit GT13 mit ET13 mit ET13 und halb. ET13 und halb. ET13 war ja das rote, was wir letztes Jahr vorgestellt haben. Hier, das ist das ET13 und halb. Nicht wundern, warum das nicht auf der Gudereit Website zu sehen gibt, weil das Modell ist offiziell noch nicht vorgestellt worden. Wir haben halt die meiste Ware bekommen. Gudereit stellt das erst in ein paar Monaten vor. Also, wie bei Harry Potter ET13,5. Da lacht auch er. Und 5,5 oder was war's? Noch kostet es 5.500. Vielleicht erhöht der Hersteller die Preise, wir wissen es nicht. Okay, und das Ganze gibt es bei Switchbike Bornemann in Gießen, eine Mittelstadt zwischen Kassel und Frankfurt in der Nähe von Marburg. Und Kunden kommen wirklich aus ganz Europa mittlerweile zu euch, denn ihr habt ein Riesenlager an Sachen, die eigentlich nice to have sind. Also ihr habt auch Sachen, die man im Alter verwenden kann, aber ihr habt auch viel Spielzeug, muss man sagen. Also das richtig die Leute, Männer, Frauen begeistert. Und es geht um Technik, es geht um Sachen, die auch nicht jeder hat. Also du hast dich hart eingedeckt mit Dingen, wo jeder sagt... Hier steht ein Beispiel zum Beispiel für jemanden, der auf Technik steht, Getriebe oder so. Ja, aber jetzt nicht nur Mountainbikes, weißt du, das machen ja viele. Trekkingräder ist ein Riesending bei euch. Du hast ultra viele Tiefeinsteiger, die wirklich sensationell sind, sogar SUVs, die man auf dem Gelände fahren kann. Wir kriegen demnächst auch Klappräder von einem sehr bekannten Hersteller, die auch aus Titanium Klappräder machen. Also naja, werden wir sehen. Werdet ihr alles bei uns finden. Danke, vielen Dank, switchbike.de. Tschüss. Ciao.